Okay. Sorry, die Wartepause lasse ich jetzt auf jeden Fall drin, weil das war. Ich dachte gerade, mein Spiel ist broke mit dem neuen Update. Yay. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von The New Solar. Die hat diesen Solar Pass gerade geladen, aber so lange mich einfach nicht. Wirklich, das waren jetzt 2 Minuten, die ich in diesem Hotelzimmer stand. Mit der Annahme so: ey, die neue Season ist gelauncht. Ab jetzt ist mein Spiel nicht mehr spielbar. Ah, gut, so, da sind wir jetzt auf jeden Fall. Erste Season ist live. Ja, sie haben es eingehalten. 2.10. hat wirklich geklappt. Und ja, wir gehen das mal Ganze ein bisschen gerade durch. Neuer Solar Pass, Season 1, Season 2 ist Solar Pass ja kostenlos. Ich sag mal so, wäre der jetzt auch kostenpflichtig, wie das ankommen würde. Schalte zahlreiche Saisonbelohnungen frei, indem du an Rennen auf der Karte teilnimmst und Tick hier Herausforderungen abschließt. Ja, normal könnte man auch schön andere Sachen, aber weil normal, der läuft rein über die Spielprogression. Aber da es ein Rennfahren gibt, ist das halt die einzige Aktivität, die wir faktischerweise machen können. So, wir gucken mal in den wunderbaren Solar Pass gemeinsam rein. Hallo? Kommt der auch noch? Ich lade nur ein Menü, ich möchte es so betonen. Ich lade hier gerade nicht irgendwie Hallo? Spiel? Na, wir gucken uns die gleich nochmal an, weil das Menü müsste es ja geben. So, jetzt gehen wir nochmal in Solar Crown, Solar Pass. Aha. Wir gehen mal aus dem Hotel. Meine Fresse, kriegt eure Shit together. Was ist denn mit euch? Das ist doch nicht normal, Alter. Ich mache nehmen wir mal ganz kurz das oben die Anzeige mal aus, weil die geben mir jetzt auch die ganze Zeit ein bisschen auf den Sack. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Da, Leistungsdaten. So. Auf jeden Fall ist jetzt live. Wir haben schon wieder gewonnen, Glückwunsch, Alter. Das kleine Ding ist wirklich einfach nervig, dass ich da jedes Mal hin muss, Alter. Wir haben auf jeden Fall High-Stakes-Events frei. Es sollten jetzt Live-Events frei sein. Es sollte jetzt Ranked-frei sein. Also vermutlicherweise. Wir werden es heute rausfinden, wie sehr das live ist. Weil es ist, glaube ich, auch vorhin erst gerade live gegangen. Wir haben jetzt gerade 10:30. Ich glaube, es ist so um 10 live gegangen oder so. Ich meine, so in die Richtung müsste der Season-Launch gewesen sein. Oh, wir haben da auf jeden Fall auch in der Mitte stehen. Warte mal. Der steht da noch nicht vorher. Wir hatten bisher nur Autos, die oben rumstehen. Was sind das Auto in der Mitte? Das Auto haben. What the fuck? Hier ist ja ganz schön was los. Was ist denn jetzt? Junge, jetzt weiß ich, was ich mit dem MMO meinen. Maschallah. Alter, was geht denn hier ab? Okay, da haben sie es auf. Das haben sie auf jeden Fall optimiert. Mutter Maria ist hier Party in der Hotellobby. Also, es ist zumindest eine kleine Besserung, nachdem wir jetzt schon 2 Probleme hatten zum Start wieder. Aber hey, es geht doch schon in die nächste Season, ne? Season endet in 76 Tagen. Ist Dezember. Ist das Dezember? Grob, ne? Müsste im Dezember sein mit dem Ibiza-Update, okay. Und hier haben wir ein neues Auto. Wir haben ein neues Auto, liebe Leute, nämlich den. Was ist das für ein Kollege? Pininfarina Battista. Okay. Noch nie in echt gesehen. Passt aber sehr schön im Spiel rein. Ich finde, sieht von hinten echt ganz geil aus. Auch wenn er so ein bisschen aussieht, als hätte er Augenbrauen, aber. Ja. Ja, ne? Die sich mir schmecken. Wie komme ich an das Ding denn? Oh, jetzt bitte mach nicht irgendeine dumme Season-Sache. Beendet die Saison in der Solar Court Liga um die. Das ist nicht die höchste Liga im Rank, ne? Warte mal, das ist nicht die höchste Liga im Rank, ne? Wenn ich mal kurz Ranked reingehe. Wettkampf. Rangliste. Belohnung? Da, genau. Der Solar Court ist nämlich das hier. Da, da seht ihr auch den Battista. 2 Millionen und einen Solar Court Sticker. Geil! Aber ja, da schalten wir ihn frei. Wir müssen mal gucken, wie. Schnell man hier. Okay, man kriegt auf jeden Fall ein bisschen Kohle dafür, das ist schon mal ganz gut. Wie schnell man hier hochlevelt. Die Belohnung für Teilnahme wird hängen davon ab, welchen Rang du am Ende der Saison erreicht hast. Du bekommst sie zu Beginn der nächsten Saison. Okay. Aber also, okay, also den kriegen wir. Krass. Also der ist jetzt schon gezeigt, der Battista, aber wir kriegen den eh erst im Dezember, weil. Zum Ende. Ich frage mich nur, wie das Ranking ist. Kann ich auch wieder Rang verlieren? Also ich vermute mal schon, ne? Also ich vermute, wir können schon Rang verlieren hier in der Liga, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Aber. Ja, 1 vor Solar King, ne? Da gibt es auch gar keine extra Belohnung für, lustigerweise, aktuell. Aber das ist schon, also, ich hoffe, dass wir da easy reinkommen und dass es nicht super tricky ist, weil sonst ist das wirklich ein Auto, was auch exklusiv dahinter hält, was ich dann ganz schön beschissen finden würde. Genau wie die Autos, die auch in der Gold- und Silber-Edition drin sind, die kann man auch nicht kaufen. Also, war ja vorher die Annahme, ey, die hast du dann halt nur, schon mal, aber normale Spieler können die kaufen. Nope, MC20, auch Ford GT, alle nicht kaufbar für mich, weil ich habe ja den Key gestellt bekommen und natürlich habe ich natürlich nicht die beste Version bekommen. Wer ja will, wenn der Publisher mir die beste Version einfach so geben würde. Wow. Auf jeden Fall, ja gut. Aber Level 6, da schalten wir auf jeden Fall den Kollegen frei. Hier ist eine Rangliste, hier ist allgemein. Okay, wir gucken gleich mal, ob wir Ranked fahren können. Und dann haben wir noch einen Kalender.
Das sind gerade die High-Stakes-Events. Nehmen wir an einem Zeitrennen teil, bei dem du eine Referenz zeigst. Okay, das sind die Sachen, die wir schon mal machen wollten und nicht ging. Und das ist Hullerpass. Jetzt geht er auch. Wunderbar. Meine Fresse. Das ist eine Katastrophe teilweise hier. Wir kriegen einen Sticker. Dann kriegen wir Felgen. Wir gucken einfach mal gerade durch. Ein futuristisches Visier. Auszeit. Geld. 50.000 ist vor allem auch einfach so eine Beleidigung eigentlich schon. Diese ganzen Offroad-Felgen. Ja, also wirklich. Es sind wirklich viel zu viele Offroad-Felgen. Aha. Ist das ein Sticker? Oder ich weiß nicht mehr, was ist es? Nichts da. Gut, da gibt's noch mal ein Emote, noch ein Sticker. Aha. Das ist geil, dass einfach dieser scheiß Solarpass selbst broken ist. Mann, Leute, Alter, was ist denn mit euch? Wir haben das verschoben. Wir wollten die Experience verbessern. Wäre das eine Solarpass so? Ja. Oder auch nicht. Oder kriegen wir einfach da nichts freigeschaltet? Das wäre ja komplett wild, wenn bei manchen Level einfach nichts wäre. Das wäre ja wirklich komplett einfach. Also, das wäre wild. Sonnenbrille, 50.000 Geld, eine andere Sonnenbrille, noch ein Sticker. Ja, super. Minirock, 50.000, wieder Felgen, die nur auf amerikanische Autos passen. Hier wieder gar nichts. Eine Regenjacke. Die Felgen haben wir doch schon im anderen Film. Ist egal. Die Handschuhe finde ich ganz cool. Ja, das war's schon. Also eigentlich das einzig Geile hier wirklich dran. Der Rest ist echt wirklich ganz schön unwichtiger Bums, vor allem auch nur 25 Level für 76 Tage. Ich bin gespannt, wie lange wir hier zum Leveln brauchen. Ist der Kollege auf Level 25, den Audi RS e-tron GT. Den hätten wir natürlich schon ganz gerne. Den würde ich ganz schön freischalten, auch wenn es letztendlich einfach nur ein Taycan in einem Audi-Gewand ist, aber cool wäre es trotzdem. Okay, also wir haben Ranked, wir haben den Solar Pass leveln wir ja einfach so. Okay, wir gehen jetzt einfach mal raus und oh, wir gehen auf die Minimap. So, jetzt gucken wir mal gerade ganz kurz, wo ich den Ranked Event finde. Oder wo finde ich den Ranked? Das Ranked? High Stakes. High Stakes sind dann die Ranked Events, oder? Das ist Rangliste. Ah, hier haben wir ein Ranked Event, okay. Und das ist High Stakes. Das ist das Zeit-Event, wo man gut Kohle machen kann. Wie gesagt, der Pot ist halt wirklich komplett immer Banane, weil du halt einfach viel zu wenig dafür bekommst. Aber das könnten wir gerade mal probieren. Weil in 33 Minuten geht das aus und dann geht die Folge auf jeden Fall noch. Heißt, das könnten wir gerade mal mitnehmen. Dass wir da uns mal gerade hinbegeben und das Event mal mitnehmen. Dass wir zumindest mal gucken, wie das so abläuft. Weil ich wollte das ja letztes Mal schon machen, aber da hat das Spiel sich ja servertechnisch ganz klar dagegen entschieden, dass ich das heute tun werde. Dementsprechend fahren wir da jetzt mal rüber. Und schauen doch mal. Aber ja, wie gesagt, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr zu tun. Also eigentlich haben wir nur... Also, gewissermaßen haben wir nicht mehr zu tun. Wir haben jetzt halt ein Ranked-System dabei, was so wie das Multiplayer-System bisher mit Spielernachsteuern funktioniert, mir überhaupt nicht aufgehen kann irgendwie. Weil es gibt ja, also, ja, wir werden es sehen. Wir werden es herausfinden. Und wir haben halt den Solar Pass, den wir nach und nach hochleveln können. Ja. Und wie gesagt, fürs Rank kriegen wir halt eine Belohnung am Ende. Aber ich weiß halt nicht, wie sehr wir hoch und runter ranken können, weil dann kann es wirklich tricky werden, diesen Wagen zu bekommen. Und ich fände es sehr scheiße, wenn, also... Es kommen zwei neue Autos rein. Ich finde es schon mal cool, dass wieder einer über die Season reinkommt. Das ist auch erstmal schon ganz cool neben dem Solar Pass. Aber wäre natürlich doof, wenn man einen davon wirklich nur mit Mühe und Not bekommen kann. Ich meine, wir haben genug Zeit, 76 Tage, also ein bisschen Spielzeit ist ja da, aber mal gucken. Gehen wir mal rein in das High Stakes Event. Auto wechseln, Taycan, automatisch anwenden. Ist auch trocken, ne? Sonnig. Ja, sonnig heißt, wir können... sonnig heißt Semi-Sticks. Fuck you, Spiel. Wenn du jetzt wieder die Straßen... Okay, 5.000 müssen wir bezahlen. Wollen wir jetzt egal sein. Wir sind ja gerade Millionär. Wir sind gerade mal kurzzeitig reich. Freut dich drauf, wenn das nicht mehr so ist. Es ist nass. Ach, ihr wollt... Ach, fickt euch doch wirklich. Warum ist denn bei sonnig die Straße nass? Das macht doch nicht mal Sinn. Mann, warum? Ja, toll. Das Rennen kann ich jetzt neu starten. Ach, fuck you. Ja, wir probieren es gerade trotzdem mal, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das gibt keinen. Weil ich rutsche natürlich jetzt wie ein Berserker hier rum, vermutlich. Ja, ach komm. Aufgeben, ja. Warum ist es nur, weil es Nacht ist, du nass? Warum ist es, weil es Nacht ist, nass? Warum ist es nachts nass? Sorry, ich rede hier, als hätte ich gerade Schlaganfall erlitten, aber es ist mir jetzt voll egal. Mann, jetzt nervt mich. Es ist wirklich. Ich will an diesem Spiel Spaß haben und ich gebe wirklich mein Bestes. Aber das Spiel gibt auch wirklich Vollgas, dass es mir wieder auf die Fresse hauen will. Mann! So, habe ich jetzt den Score? Ja, habe ich, ne? Wunderschön. Ah, gut, Rennen starten, rein da. So, ein Versuch von 3 schon beim Arsch, weil das Spiel sich entschieden hat, dass es natürlich an einem sonnigen Tag nass ist. Weil es hat geregnet, wenn es sonnig ist. Hat's nicht, so funktioniert Sonne nicht. Also ja, kein Feuer, aber... Ach komm, dann sagt es, dass es nass ist.
Ich hätte gerne einfach nur eine Info Straßenbedingung, nicht Himmelsbedingung, weil anscheinend sind das zwei verschiedene Sachen. Naja, gucken wir mal. 2 Minuten 40 müssen wir schaffen. Um mal diesen wunderbaren Pott beteiligt zu werden, der ja aus den ganzen Gewinngeldern der anderen besteht. Dementsprechend glaube ich so ein bisschen. Also ich glaube, es ist nicht viel Geld, was man da macht. Aber ich finde es übrigens cool, dass man Rennen hat, wo man gewissermaßen eben Geld einsetzen kann. Das ist so eine Sache, wenn wir schon kein Casino haben, muss ich irgendwie anders. Ah, scheiße, irgendwie anders gamblen können. Okay, ich war nicht der Einzige, der dagegen gehämmert ist. Da muss ich ja irgendwie anders mein hart verdientes Geld hier im Spiel vergammeln können. Okay, andere Leute werden hier deutlich schneller sein. Relativ safe. Ja, schauen wir mal. So geil ist die Reifenstäpel einfach gar keine Gewichte haben und du die einfach rumschubsen kannst. Aber die Straßenlaterne, die hält mich auch, als wäre es alles. Währenddessen kann ich auf der Rennstrecke komplett alles abräumen und wegrasieren. That makes sense. Ja, ich muss ein bisschen Tempo geben. Komm rum doch jetzt, Menschenskinners. Ja, da vorne ist erst die zweite Runde und wir haben knapp die Hälfte der Zeit auch gebraucht. Ne, wir haben sogar nicht die Hälfte der Zeit gebraucht. Ja. Aber wir sind ja jetzt mit einem fliegenden Start hier in Runde 2. Ich bin schon wieder in den Rückwärtsgang gekommen. Ey, das Ding halt kein neutraler, macht mich kirre. Konnte dieses Event jetzt zumindest mal starten. Das ist zumindest mal ein großer Zug. Und wie gesagt, in der Hotellobby war ja mal richtig was los. Also da war ich ja gerade mal richtig begeistert. Da kam ja kurzzeitig MMO-Feeling auf. Klar, in der Open World fährt dann wieder keiner mehr rum, aber in der Hotellobby, da, also das haben sie auf jeden Fall mal geändert. Da liefen ja vorher mal ein, zwei Personen rum. Joa, das war nie ganz leer. Aber so richtig Party wie jetzt hatten wir da auch noch nie. Also das ist schon ganz geil. Das macht es halt auf jeden Fall schön, glaubwürdiger. Das Problem ist halt, das kühlt natürlich jegliche Atmosphäre, weil die Animationen der Charaktere so komplett wack sind. Also die laufen halt so komisch, wenn der rückwärts läuft, läuft der wie so Moonwalk und so Kram. Das sieht halt einfach nicht glaubwürdig aus, aber. Boah, Junge, das wird ganz schön knapp zum Ende hin noch. Scheiße, Alter. Der Teil kann aber auch nur das Steuern des Scheißteils. Jetzt komm mal rum, Mensch. Das ist zu wissen, die vorgehende Zeit erreichen. Heißt aber, wir werden keine gute Wertung bekommen, wenn ich gerade mal die Zeit so schaffe. Werden andere Spieler auf jeden Fall deutlich stärker sein. Ja. Egal, wir haben teilgenommen und wir sehen gleich am Ende dieser Folge unseren Reward dafür. Unsere Belohnung, was auch immer wir hier dafür bekommen haben. Ich bin gespannt. Gibt es trotzdem XP und ein bisschen Kohle alle allgemein für die Teilnahme oder wird das nicht belohnt? Ja, okay. Ah, doch, gibt es nichts. Oh, Level Up sogar. Nice. Ah, und das ist der Solar Pass. Der levelt jetzt auch. Oh, für, Alter. Okay. Ja, 25 Level werden ein bisschen dauern, wenn das gerade mal ein Rennen war. Ach du Scheiße. Ja, moin. Ja, neuen Versuch machen wir nicht. Den nächsten Versuch. Wir lassen es mal dabei bleiben. Ich will einfach nur gucken, was ist da gerade passiert. Ah! Wow! Okay. Ja. Boys. Aufgabe abgeschlossen. Was habe ich denn geschafft? Ah, ich bin 3 Kilometer gefahren. Komme ich auch irgendwie wieder zurück? Ja, jetzt. Hey. 13 Minuten Folge. Ich habe schon mehr kaputt gemacht als möglich, Alter. Junge. Und ja, hier ist Kaffee drin. Leider kein Alkohol. Das wird es nämlich, glaube ich, besser machen. So, Port ist mit 445k. Das Problem ist zum Beispiel jetzt von diesen beiden Events, also zumindest von dem hier, dem Ranglisten-Event, solange es ein Ranglisten-Event ist, könnt ihr das nicht normal abschließen, soweit ich das im Kopf habe. Das ist natürlich super beschissen ist. Aber wir probieren jetzt mal ein Ranglisten-Event. Also, Problem ist bei Ranglisten-Events, das funktioniert, ja, das ist jetzt der lustige Punkt, mit anderen Spielern. Wenn da keiner joint, warte ich da bis morgen. Ah, fuck, ich hab schon wieder. Ah, Gott, ich hab wieder A gedrückt. Weil ich die Handbremse ziehen wollte, aber das dieselbe Taste für die Events ist. So. Also, wie gesagt, wenn da jetzt keiner ist, fahre ich alleine. Das ist nur so der Punkt. Aber ich habe die Hoffnung, weil die Season jetzt gelauncht ist, dass Leute auch Bock auf Ranglisten-Events haben. Und hauptsächlich auf dieses Rennen eindreschen. Und vermutlich die Server zum Brennen bringen werden und keiner joinen kann, sind wir mal ehrlich. Die Antwort wäre meistens, die Server brennen. Das war's für alle. Und ist noch ein kleiner Weg. Warte, den fahren wir jetzt gerade mal schnell, weil die kleinen Nebenwege, die sollten wir nicht außen davor lassen, weil sonst werden wir die auf jeden Fall komplett vergessen. So. Nehmen wir gerade mal schnell mit. Jetzt nehme ich ein bisschen Kohle.
Ich meine, man hat jetzt zumindest ein bisschen, nicht, ja, eigentlich hat man nicht mehr zu tun, auch die Abwechslung ist nicht größer geworden. Ne? Hätte man meint, oh, die Season, die bringt richtig viele neue Events mit, neue Sachen mit sich. Ja, die bringen mehr Rennen fahren mit sich. Also, es ist wirklich so. Es ist ja einfach nur mehr Rennen fahren. Mit Ranked. Aber das war's halt. Also, klar, Ranked ist cool. Versteh mich nicht falsch. Obwohl ich auch nicht weiß, warum TDU ein kompetitiver Racer sein muss. Das ist mir auch ein Rätsel. Aber, was ich damit sagen will, ist halt. Es ist halt einfach mehr Rennen fahren geworden. Du kannst mit mehr Rennen fahren jetzt mehr Progression machen. Joa. Abwechslung ist jetzt nicht unbedingt größer geworden. Aber gut, wir gehen mal in ein Ranglisten-Event rein. Zielplatzierung wird berechnet. Was ist denn meine Zielplatzierung? Ich könnte auch den nehmen, aber mit Sicherheit nicht. So, was ist das Wetter? Ist es sicher am Pissen und neblig? Morgen sonnig. Digga, ach, ich nehme Standardreifen. Das Spiel sagt schon wieder Standardreifen. Es wird nass sein, weil es ja morgens ist. Weil morgens und abends ist ja grundsätzlich nass. Ja, zwei Teilnehmer erforderlich. Ja, ne? Das ist der neue Ranked-Modus. Nur mit dem schaltest du den Pininfarina frei. Ich möchte es nur kurz betonen. Brauch Minimum einen Mitspieler. Ich mach mal kurz einen kleinen Cut und berichte euch gleich, nach wie vielen Minuten das hier losgegangen ist. So, kurzer kleiner Einwurf. Weil ich gerade 10 Minuten schon gewartet habe, weil ich das Spiel restartet. So, jetzt sind wir hier wieder ganz kurz in der Hotellobby. Aber ihr seht... Ja, jetzt gibt's halt keine Season-Belohnung. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht mehr da ist, aber der ist nicht mehr da. Nebenbei habe ich ja für eine neue Herausforderung bekommen, nämlich hier. Jubiläum des Citroën 2 CV. Wir können eine wunderbare Regenjacke gestreift in dunkelblau-weiß gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, Citroën 2 CV. Diese Woche wollen wir eine Autolegend-Tribut. Der Zollenbild, einer blablabla, den Citroën 2 CV. Du erhältst für jedes Rennen entsprechend deiner Platzierung Punkte. Sammel genug Punkte, um die exklusive Belohnung zu holen. Das nebenbei ist eine coole Sache. Zwischen dem 2.10. und dem 9.10. kann man eben diese Jacke freischalten. Das ist an sich cool, wenn die solche kleinen Gimmicks noch mit reinpacken. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich die freischalte. Da steht nur 0 von 100. 0 von 100? Was? Aber ich einfach fahren, glaube ich, ne? Ich denke fahren und dann kriegt man diese Jacke. Die ist auf jeden Fall jetzt auch dabei. Das ist, ich meine, ist ganz nett, ne? Also ich dachte, ich zeige euch das hier gerade kurz mal, dass sich das auch geupdatet hat. Der Pininfarina ist jetzt nicht mehr Teil und die Hotel-Lobby ist auch wieder leerer. Ich habe also ein doofes Gefühl. Rangliste werde ich heute nicht mehr fahren. Naja, ich versuche es weiterhin und hoffe, dass ich heute noch ein Ranglisten-Event fahren darf. Wir haben wirklich einen Spieler gefunden, der jetzt auch recht flott nach dem Spiel-Restart. Aber nach dem Spiel-Restart habe ich auch erst das Citroën-Ding bekommen. Was denn eigentlich das Live-Event ist, da gehen wir gleich drauf ein nach diesem Ranked-Rennen. Das machen wir gleich. Und das eine Rennen, was wir gerade gefahren haben, wo wir ja um Geld fahren, das ist einfach gar nicht mehr da. Aber ey, da gehe ich gleich drauf ein. So. Wir haben ein wunderbares Ranked-Event und ja, ihr seht, Ranked ist auch ohne KI, sondern nur mit Spielern. Normal vermuten die, dass sie natürlich eine volle Lobby bekommen würden, dann wäre das natürlich ein richtig geiles Event. Weil wenn man die natürlich alleine fährt, ist das natürlich so ein bisschen, also nur mit einem Gegenspieler ist natürlich so ein bisschen wild, aber ich bin mal gespannt, wie schnell man hochlevelt. Ja, natürlich kann man auch komplett asozial fahren. Ich vermute, wird es auch keine Regeln geben, die Gegner nicht komplett von der Straße zu heaten. Das macht er schon alleine, wunderbar. Ah, perfekt, sehr gut. Ja, das ist ein super Mitspieler, damit ich mein Ranked hoch... Ausgeschieden, 100 Punkte? Wie ausgeschieden, 100 Punkte? Ach, er ist sicher ausgeschieden, oder? Ah, weil er rausgegangen ist. Okay, okay, okay. Ich dachte gerade schon, das Spiel gibt mir gerade 100 Punkte, weil ich disconnect. Aber er ist rausgegangen, er hat gequittet. Das war das unspannendste Ranked-Rennen, was ich jemals in einem Videospiel hatte. Ich meine, wir haben gewonnen. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber... Okay, wir müssen 5 Rennen fahren. Ah, wir müssen erstmal Platzierungsrennen fahren, um den Rang zu bekommen. Okay, 5 Stück. Oh, I see. Das könnte dauern. Oh, das könnte dauern. Okay, wir haben das erste Rennen geschafft. Ist es jetzt immer dasselbe? Oder gibt es da auch noch ein anderes? Also ich vermute, es ist immer dasselbe, ne? Aber, um mal kurz zu sagen, was ich gerade euch sagen wollte. Hier das Event... ist jetzt weg, nach dem Spiel Restart. Also meine Kohle ist auch weg, ich krieg sie nicht wieder, weil es gibt, glaube ich, auch gerade kein weiteres Event, was dafür eingelistet ist. Doch, hier drüben. Wow. Nee, ach, hier ist auch noch ein Ranglisten-Event. Ah, es gibt mehr Ranglisten-Events. Ah, okay, es gibt nicht nur eins. Aber das Event, was wir vorhin, wo wir Geld reingepumpt haben, das ist wieder weg. So, dann gibt es aber neue, die Live-Events sind endlich live, weil ihr habt ja gesehen, diese Live-Rennen waren nicht, seit Anfang an auf der Map, sie konnten noch nicht gespielt werden. Und das sind die jetzt hier. Papp, da, Live-Event vom Citroën. Verdient zwischen 1 und 8 Live-Event-Punkten. Und ja, da fährt man mit Citroën 2 CV diese wunderbaren Rennen. Und das ist ganz cool. Das persönlich finde ich ganz cool, dass eben so Special Events reinkommen. Was denn nicht einfach auch nur fahren ist, aber fahren, wo ein bisschen Auto, ein gewisses Auto vorgegeben ist und du auch eine coole Belohnung bekommst. Also, ja, ist fein. Ist okay. Wir haben hier drüben auch immer noch ein Ranked Event. Das würde ich gleich gerne mal probieren wollen. Oh, Supersportwagen. Ja, okay, das kannst du eigentlich fast vergessen, weil die Leute einen da hops nehmen werden. Aber wir probieren es einfach mal. Wir gehen mal hin.
Und schauen wir, wie lange wir da warten müssen. Ich liebe das. TDU, wir sind aktuell komplette Schnittmassaker. Normal sind meine Let's Plays ja Uncut, aber das kann ich ja keinem Uncut geben, weil Uncut in Wartezeit hat auch keinen Spaß gemacht, dementsprechend. Naja, fahren wir da mal rüber. Ich meine, die Ranked Events funktionieren an sich. Wenn jemand, also sobald alle gequittet haben, außer man selber, hat man automatisch gewonnen. Finde ich aber auch eine coole Mechanik, weil ich mir sehr viel Zeit gespart habe, auf jeden Fall. Ja. Und 100 Punkte bekommen hat. Man muss aber erstmal 5 Platzierungsevents machen, bevor es dann überhaupt richtig mit Ranglisten losgeht. Und das eine Event hat jetzt nicht schon eine Viertelstunde Wartezeit gekostet. Ich weiß nicht, ob das besser wird über die Dauer. Aber natürlich erwartet man bei Ranked eigentlich, dass es voll ist und viele Leute das spielen, aber. Kann auch sein, dass viele das spielen, aber das Spiel die Servers mal wieder nicht auf der Kette kriegen. Who knows? Okay, gehen wir mal ins nächste rein. Es ist bewölkt, heißt, ich packe keine Semislicks drauf. Das wissen wir, dass das eine schlechte Idee ist. So, das machen wir so. Ah, hier kriegen wir noch Slicks bei Stufe 45 frei. Ich darf den Wagen aber nicht hochleveln, ne? So, wir gehen mal rein und warten mal gerade ab, ob hier jemand diesen Modus beijoinen möchte. Das wäre natürlich sehr praktisch, weil ich muss, wie gesagt, 5 Platzierungsevents machen. Die werde ich wahrscheinlich auch mal offscreen machen. Also da werde ich mich wieder mal offscreen dran setzen, dass wir auch mal in diesem Ranking auch im Rahmen des Videos ein bisschen weiterkommen. Weil wenn wir das nur in Videos so machen, nehme ich 5 Stunden auf und habe eine Stunde Video und das ist wirklich unsatisfying. Ich warte hier gerade mal kurz, ob das funktioniert und wenn nicht, dann gehen wir zu dem Citroën-Event rüber, weil das auch ein neuer Teil der Season, die Live-Events. Und wir wollen ja immer in dem Season-Pass leveln und aktuell tue ich nichts dafür, weil das hier alles elendig lange dauert. Gut, das ist mir gerade ein bisschen zu dumm. Ich warte jetzt hier nicht wieder 20 Minuten, nur damit ich ein Rank-Rennen machen kann, wo ich 5 von machen muss und, ach komm, bumst euch doch, wirklich. Ey, holy fucking shit. Ey, wir haben selber warten, damit das alles vernünftig funktioniert. Das ist ein MMO, alle Leute sollen selber spielen. Wir haben ein Rank-System, was nicht funktioniert, weil man keine Spieler findet. Junge, wie soll ich denn in Solar Court kommen, wenn ich 5 erstmal Qualifizierungsrennen machen muss, wo ich niemanden für finde? Eieiei. Also wir testen das die Tage gerne nochmal, also morgen oder so. Ich meine, heute ist Release-Tag der Season. Aber sind wir auch ehrlich, das sollte trotzdem funktionieren. Ich will das jetzt hier gar nicht sagen, so, ja, ist der erste Tag, da kann man das schon mal übernehmen. Ja, da ich das weiß, dass die nächste Tage schon nicht besser wird. Das fuckt mich einfach nur ab mittlerweile, Alter. Mann, das kann doch nicht euer Ernst sein. Könnte ich alles auf Multiplayer aufbauen, dann funktioniert aber von den Komponenten nichts. Das ist doch dumm. Das ist wirklich dumm. Ah, ey, das ist nervig, ey. Das ist wirklich nervig. Naja. Gut. Ich hoffe, da ist. Ich bin gespannt, wie Live-Events funktionieren. Ob ich da auch irgendwie. Auto wechseln? Ich muss aber eine eigene Ente haben, oder? Muss man eine Ente dafür kaufen? Ich vermute, muss eine eigene haben. Maximal 200 Leistungsscore. Geiles Spiel gibt mir aber auch nicht die Möglichkeit, das Ding zu tunen, ne? Geht das aber alleine, das Event? Ah, das geht zumindest alleine. Okay, die Live-Events kann ich alleine fahren. Okay, da ist zumindest keine Wartezeit. Die Sache ist, mein Ente ist jetzt weit unter dem Score, den ich haben könnte. Heißt vermutlich, könnt ihr euch jetzt darauf freuen, wie die KI mich hops nehmen wird. Weil wir wissen, die KI 2CV, die sind schon, die haben Bock. Die haben Bock. Aber 1-8 Punkte gewinne ich hier. Also, wenn ich Erster werde, höchstens 8. Und ich brauche, glaube ich, 100 für den Pulli. Innerhalb einer Woche. Was heißt, ich müsste da mal knapp 12 Rennsiege holen. Für einen Pulli. Weiß ich nicht, ob ich 12 Rennsiege mit der Ente jetzt so da mal fühle. Ja, ich muss sie tunen, oder? Ja, wir müssen unsere Ente tunen. Jo, okay, perfekt, danke, habe ich mitbekommen. Gut, wir tunen unsere Ente gerade mal schnell. Meine Fresse, Alter. Ah! Weil, keine Chance, wirst du ja komplett hops genommen. Okay, cool, hier war ich noch nicht. Und Dankeschön auch für die Ausdauer, die mir in den Kommentaren geschenkt wird. Und Grüße gehen an die Leute, die sagen, ich soll mich über die Grafik nicht so aufregen, wenn ich so eine uralt Grafikkarte habe. Digga, wir sind gerade mal eine Generation weiter. Ist ja nicht so, dass die Grafikkarte 5 Generationen alt ist. Lass mal die Kirche doch. Durch diese Kommentare so, ja, du musst ja auch bedenken, deine Grafikkarte ist ja schon uralt. Ja, wir haben nur die 40er-Reihe, danach ist nicht so, dass 20 Generationen schon gedroppt sind. Spannt euch mal wieder. Also, manche Leute auch ein bisschen immer sehr übereifrig, da unbedingt da ihren geilen Hardware-PC zu verteidigen. So, aber mein PC, habe ich schon gesagt, wie geil der ist. Ja. Geil, gibt es nicht mal Semi-Reifen für den. Ja gut, dann ballern wir jetzt einfach alles rein und ich bin auf jeden Fall kein Millionär mehr, weil ich mir für den Pulli jetzt meine Ente aufbaue. Ah. Aber es waren, glaube ich, 100 Punkte, ne? Also 1 bis 8 kriegst du Maximum. Also 8 Maximum. Das ist wirklich 12 Mal Entenrennen fahren. Talk about repetitive. Also holy fuck. Also vor allem nur eine Woche Zeit, ne? Ist ja nicht so, ey, spiel das jetzt so in einem Monat und ey, alles gut. Sondern, ey, in der Woche spiel mal bitte 12 Rennen mit der Ente. Also, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, vielleicht tue ich mich gerade und verrechne mich hier irgendwie.
Kann ich überhaupt einen 200 Score schon erreichen? Boah, die Live-Events sind ja vollkommen für Leute Arsch, die doch überhaupt keine Progression haben, fällt mir gerade auf. Weil du musst ja, also die Ente hat auf jeden Fall von den Gegnern 200er Score. So, ist im Spiel scheißegal. Du fängst gerade mit dem Spiel an, ja, hast Pech gehabt. Den Entenpulli kriegst du schon mal nicht. Ich weiß nicht, ob man den unbedingt haben will, aber ich wollte nur mal gerade darauf eingehen, dass ihr den nicht bekommen werdet. Auch beim Ranked habt ihr keine gut gebauten Autos oder keine Meta-Autos. Fuck you. Ah, es ist alles ein bisschen schwierig. Als 200er Score schaffe ich sogar. Krass, hätte ich nicht gedacht, ey. 26 PS auf 54 Kilo ist aber schon auch sportlich, ne? Das geht aber auch schon voran, ey. Also, voran, aber. Das Ding wiegt so, ich wusste ja, die Ente wiegt weniger als ein fucking Trabi. Das ist krass, ey. So, 193er Score. Mehr wird's nicht. Mal gucken. 8 Punkte werden es dann dementsprechend auch nicht. Freut euch drauf. Jetzt habe ich aber auch alles, ne? Super. Können wir jetzt theoretisch gleich noch ein bisschen handling-technisch optimieren. Und dann hat sich das auch. Gucken wir mal. Anders von der Ente ist trotzdem cool. Die Andersgeräusche sind cool. Na, fairerweise sagen. Gut klingt, tut sie ja. Boah, die geht aber jetzt echt ganz gut voran. Das macht auf jeden Fall gerne ein bisschen mehr Spaß im Rennen. Nicht unbedingt 12-mal so viel Spaß, aber davon jetzt mal abgesehen. Der Team 1,8 Live-Punkte. Ja, wir gucken dann mal. So. Autoabstimmung. Nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal erstmal Allrounder und dann gucken wir mal ganz kurz. Ich hätte gerne mehr Geschwindigkeit. Bremswirkung ist scheißegal bei der Ente. Da machen wir ein bisschen mehr Stabilität rein, dass die Bremse passt. Fahrsicherheit ist dem Auto scheißegal, wunderbar. Und wir machen starkes Bremsen. Perfekt, speichern. Sehr schön. So. Gut, dann gucken wir mal, ob das jetzt besser läuft. Ich dachte, guck sie entspannt in die Season rein. Also den Pininfarina freizuspielen, 6-7 Tage brauchst du alleine, damit die Rennen voll kriegst. Das ist Wahnsinn. Ich bin wie gesagt froh, dass die Live-Events so nicht funktionieren. Aber ich finde cool, dass das Live-Event gibt. Wie gesagt, meine haben nur erst gelauncht, nachdem ich das zweite Mal Spiel gestartet habe. Durch den Spiel-Restart habe ich diese Live-Events erst bekommen. Die waren bei mir vorher ja gar nicht da. Aber dafür ist der Pininfarina jetzt aus meiner Lobby weg. Warum auch immer. Ich weiß es doch auch nicht, Mann, Leute. Und rein ist, habe ich ein Event geschafft und das habe ich gewonnen, weil jemand disconnected ist. Joa. Ich meine, ich habe das stärkste Auto laut dem Score gerade, ne? Also das Spiel hat mich vorne starten lassen. Ich möchte es nur kurz betonen. Wenn ich jetzt hier hops genommen werde von meinen Entenbrüdern, dann wisst ihr warum. Aber die KI wurde wohl ein bisschen genervt mit dem Update, weil haben andere auch schon mitbekommen. Die sind wohl ein bisschen mal schwächer geworden, ein bisschen zurückhaltender auch. Weltrekordzeiten knacken tun sie wohl immer noch, aber nicht mehr so häufig. Alter! Überraschung, die Ente fährt sich scheiße. Ich hab's ja bisher auch nur für Free. Och, Junge! Ich kann ja nicht restarten. Ah! Was ist eine Kacke, mit dem nicht restarten können? Sorry, ey. Scheiß Always Online-Komponente. Knallt ihr euch sonst wohin, ey? Egal, wir fahren das Rennen jetzt einfach mal zu Ende. Ah! Nicht restarten darf, wenn ich alleine fahre. Nervt mich so hardcore. In dem Ranked, I get it. Aber wenn das Spiel doch eindeutig mitbekommt, dass kein Spieler gejoint ist, dann lasst mich doch machen. Come on, ja! Oh, wir haben richtig gut Topspeed. Ja, wir gewinnen das Ding immer noch. Topspeed-Ente, here we go. 5-Gang-Ente vor allem. 6-Gang-Ente, mashallah. Geht da richtig was ab. Ah, okay. Also vollgetuned nimmt man die hier auf jeden Fall komplett hops, weil die hier gar keine Chance mehr haben, weil die den Topspeed ausgeht. Sehr gut, zumindest mal ein Punkt, wo man die KI jetzt mal ein bisschen outrunnen kann. Jetzt haben wir einen Vorsprung ausgeholt, nur über die Gerade. 12 Sekunden, moin moin. Das Problem ist, die Belohnung fühlt sich in dem Spiel also derbe unsatisfying an. Sticker sind mir sowas von scheißegal, aber vor allem muss man auch sagen, Greifel sehen die auch einfach nur schlimm hässlich aus. Ja, der Pulli ist jetzt halt ganz nice, aber der ist halt out of place, weil sieht halt aus wie ein Franzose. No front, aber das passt halt nicht zum Spiel. Also, ich will reich aussehen, so. Ich sehe eher aus wie so ein künstlerischer Franzose und nicht wie einer, als hätte ich scheiß wie Kohle. Kleiner Aufrollabschnitt zum Ende hier. Oh. Wenn Spaß machen, tut das Rennen ja jetzt fairerweise. So ist ja nicht. Und wie gesagt, ich finde so Live-Events, so Special-Events, wo man besondere Sachen freischaltet oder irgendein Jubiläum hat, auch cool. Vollkommen. Jetzt hätte man natürlich über so Live-Events natürlich auch ein neues Auto direkt reinbringen können. Ey, fahr das mit dem Citroën 2CV und gewinne den Citroën. Ich weiß nicht, welcher mir einfällt, der mir irgendwas tun würde. Aber im weiteren Situation irgendwie so damit freischalten, also wäre cool gewesen. Aber naja. So, bin mal gespannt. Also wenn wirklich
100, ich glaube, wir braucht wirklich 100 Punkte, ne, um den Pulli freizuschalten, was wirklich ein harter Grind wäre. Fährst du wirklich Minimum 12 Rennen? Das ist ja Wahnsinn. Oder doch? Naja, doch Minimum. Ne, warte, mehr sogar. 80 sind 10. 88? Ne, du fährst sogar 13 Rennen. Ach du Kacke, Alter. Ich will zumindest heute ein Solar Pass Level noch machen. Also du fährst Minimum 13 Rennen, um den Pulli freizuschalten. Minimum, wenn du immer gewinnst. Alter, talk about grind. What the fuck? Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, ich weiß, neues Live-Event, aber 13 Mal mich mit einer Ente auf den Bloß schicken. Ich könnte jetzt, wie gesagt, dieses Rennen nochmal fahren und nochmal fahren und nochmal fahren. Wie viele Rennen haben wir denn von der Ente? Wir haben 1, 2, 3. Wir haben zumindest ein paar Rennen verteilt, ne? Ach, lustig, das Live-Event hier oben ist jetzt kein Live-Event mehr. Das ist weg. Geil, hier oben war das eine, was nie funktioniert hat. Das hat man dann einfach gekappt. Aber wir haben 3 Rennen haben wir mit der Ente, ne? Ja, wir haben die 3. Jo, kannst du die halt immer wieder aufteilen und immer wieder fahren. Ist ja. Auch geil, ne? Freuen wir uns gerade mal hin. Wir fahren mal das zweite Endrennen nochmal. Ich will auf jeden Fall gerade mal ein Level-Up im Solar Pass machen. Ich würde euch auch super gerne den e-tron GT schnell zeigen, aber ich habe wirklich gar kein Interesse dran, diesen Solar Pass zu grinden wie ein Berserker. Oh, warte mal. Waren wir gleich schon voll, nice. Ja, ist ja egal, was ich mache, kriege ich das Solar Pass-Sachen. Aber ich habe da wirklich gar kein Interesse dran, diesen Solar Pass zu grinden. Weil ich das Spiel einfach grinden muss wie ein Berserker. Also. Auf Dauer werde ich euch den e-tron GT zeigen. Es wird aber andere YouTuber geben, die ich euch vorher zeigen, aber. Ey, dann go for it. Also, das ist mir meine Lebenszeit leider einfach gar nicht wert, bin ich ehrlich. Ich würde es ja gerne mit Ranked grinden, bin ich ehrlich. Mit Ranked würde ich es ja sogar gerne grinden. Ich würde gerne schön kompetitive Multiplayer-Rennen gegen Jungs fahren, gegen andere Leute fahren. Da habe ich sogar Bock drauf. Vor allem, weil es ja am Ende auch ein Auto noch zu gewinnen gibt. Aber das komme ich ja nicht zu, weil das Spiel einfach nicht möchte. Einfach nicht möchte. Gut. Dann gehen wir mal ins nächste Live-Rennen rein. Morgen sonnig. Okay. Dann schauen wir mal. Machen wir da mal weiter. Ich muss sagen, ich mag unsere Ente. Ich finde die ja cool. Ich finde auch das Event cool. Und es könnte nicht französischer sein, die erste Live-Event-Reihe zu machen mit eben der Ente. Also, es ist wirklich maximal französisch. Ich bin mal gespannt, was danach für Live-Events kommen. Also, wie gesagt, wir haben hier die Ranglisten und der Pass und das Auto, das bleibt ja eine Season lang. Also bis eben vermutlich Dezember. Bis dann Ibiza kommt. Und das hier wird ja häufiger durchgewechselt werden. Also Live-Events sind ja anscheinend immer so eine Woche. Da bin ich sehr gespannt, was da noch so auf Dauer kommt. Also wie gesagt, anscheinend kriegen wir erstmal nur Klamotten. Aber ja, mal gucken. Wir warten mal ab, was da noch so kommt. Die Live-Events werden wir uns auf jeden Fall immer mal anschauen. Weil sie bringen ja ein bisschen Abwechslung rein. Weil sie auch bestimmt Fahrzeugtyp vorgeben und so. Und auch eine Belohnung mit sich bringen. Also es ist ja an sich, wie gesagt, die Grundidee ist nice. Ich finde halt nur, wie gesagt, 13 Rennsiege mit einer Ente, um einen Pulli zu bekommen, so ein bisschen unbalanced. Aber das Thema Anwälte ist, glaube ich, so ein Thema von DDU. Muss man leider sagen. Und ich bin froh, dass es mir das Rennenfahren allgemein Spaß macht. Und ich nehme ja, mache ja die Videos auch, weil wir so, ich will ja auch so ein bisschen die Progression sehen der Entwickler. Ich will ja sehen, was sie verbessern, was sich ändert und. Auch, was auch nicht. So. Bei dem Rank-System müssen wir noch irgendwas überlegen. Also, wenn wirklich nur die Leute, die auf dem Server sind, joinen können, dann kriegst du ja nie eine volle Rank-Lobby. Und dann ist der Rank-Modus ja kacke. Das hatte ja Need for Speed auch anbauen, das üble Problem, dass in der Open World alle Leute nur 16 Leute waren und dadurch du keine Rennlobbys voll bekommen hast. So, tada, jetzt haben wir PvP und Open World getrennt. Boom, Lobbys voll. Ja, Überraschung. Weil du dann auch wirklich nur die Leute hast, die auch Rennen fahren wollen. Das ist natürlich dann gebündelt. Und ich weiß, die Rennlobbys sind ja eigene Server, aber kann mir das jemand erklären? Greift ihr dann auf die Spieler nur zu, die auf dem, ich sag mal, Free Room Server hier sind? Oder greift ihr auf insgesamt alle Spieler zu? Also das kann ja fast eigentlich nicht sein, weil dann müssten diese Rank-Rennen ja auch voll werden. Wenn er sagt, ey, jemand hat da auf einem anderen Server das Rank-Rennen aktiviert, er kann da beijoinen. Das würde mich mal einfach mal faktisch interessieren, wie das so abläuft. Ja, Ente getuned sind die Rennen auf jeden Fall machbar, easy going. Also tune die Ente einfach und dann seid ihr auf derselben Nummer, ballert einfach ein bisschen Leistung gerade rein in den Koffer und dann sind die Gegner Gott sei Dank gar kein Thema, weil ja keinen Topspeed haben. Ich glaube, die haben das größere Getriebe vermutlich nicht drin. Und Fahrwerken so schadet der Ente sowieso nicht. Fährt sich damit deutlich angenehmer, der Koffer. Deutlich angenehmer. So.
Ich meine, neben der normalen Progression hat man ja ein bisschen mehr damit auch was anderes zu tun. Man fährt nicht nur normal rennen, sondern geht auch, also man fährt anders rennen. Das ist halt sehr schade, dass das Spiel halt nur Rennen hat, ne? Das ist halt für die Progression halt so totaler Killer, weil es sich sehr repetitiv anfühlt. Auch wenn du andere Autos fährst, I know, oder andere Renntypen. Aber naja, gut, so. Stufaufstieg beim Solar Pass. Sehe ich jetzt in dem Menü nicht, ne? Ich muss rausgehen und dann in den Solar Pass selber gehen. Gibt keine coole Einblendung nach dem Rennen. Schade. Schade, schade. Ja, so, ne, Outlay Solar Crown. Deswegen stand der Pininfarina auch nicht da. Und hier steht auch Saisonpause. Der hat es gar nicht reingeladen. Das ist ja. Ich kann euch gerade nicht den Solar Pass zeigen, weil er nicht reinlädt. Oh, ich restart das Spiel nochmal. Holy fucking shit, Leute. Alter, ihr wollt mich doch wirklich verarschen. Da bin ich wieder. Nebenbei kam gerade auch die Einblendung, dieses Aberdeen-Event, wobei ja teilgenommen hat, das High Stakes-Event. Hat jetzt doch funktioniert, weil es war wohl einfach gerade nicht reingeladen, als ich gerade drin war. Weil hat er mir gerade angezeigt, ja, ich habe 12.000 gewonnen. Für 10.000 Einsatz. Ja, das war nicht unbedingt sinnvoll. Aber gut, das Event hat er jetzt zumindest mal abgehakt. Steht der Pininfarina jetzt mittlerweile wieder da? Nee, ne? Der ist jetzt mittlerweile nicht mehr Teil dieses Spiels, oder? Wow. Ja, es ist wirklich geil. Ja, wie gesagt, von dem einen Ding habe ich auch immer Geld bekommen. Kann ich den Season Pass zumindest einsehen oder ist der immer noch broken? Der Season Pass ist auch nicht mehr abrufbar. Alter, was ist denn das? Hier unten haben wir auch einen kompletten Schlaganfall. Ich würde da gerne reingucken, aber ich kann euch den Season Pass nicht mehr zeigen. Der ist aber weg. Und wie gesagt, der Wagen hier unten ist auch nicht mehr da. Ist es geil, Alter. Junge, 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 Junge. Ich werde dreh am Rad, Alter. Wirklich. Geht komplett frei. Aktivitäten verfügbar. Ranglistenrennen. Das sind alle Ranglistenrennen? So viele sind das auf der Map aber nicht. Nee, sind es auch nicht. Es sind die zwei da. Nee, das eine. Nee, beide. Die beiden, ja. Die beiden. Komm. Ich gebe dem Ganzen nochmal einen Try. Wir gehen nochmal zu einem Ranglisten-Event. Komm, wir machen nochmal eins. Wir probieren es nochmal zum Abschluss dieser Folge. Und sonst gucken wir uns Season 1 nochmal die nächsten Tage an. Beiläufig. Nicht aktiv. Ach, scheiße, ich habe schon wieder A gedrückt gehalten. Nicht aktiv, aber beiläufig werden wir das machen. Das wird passieren. Weil anders halte ich das nicht aus. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, Leute. Gott sei Dank macht man endlich Spaß, wenn man es anmacht. Also wirklich, der Solar Pass ist einfach nicht mehr, er lädt nicht mehr. Und der Wagen ist auch nicht mehr da. Weil das läuft auf irgendwie an anderem Server, der jetzt auch schon wieder abgekracht ist. Junge, Junge, Junge. Können wir ja gerne mal berichten, wie es um die Uhrzeit, wenn das Video online kommt. Das Video kommt eigentlich ja gegen 15 Uhr. Wie gesagt, wir haben ja gegen 10:30 angefangen aufzunehmen. Kommt es vermutlich gegen 15 Uhr. Können wir ja gerne mal mitteilen, wie es zu dem Zeitpunkt bei euch aussieht. Ob sich die Situation bei euch verbessert hat, ob sie sich verschlechtert hat. Haut es mir gerne mal in die Kommentare, mich würde es einfach gerne mal interessieren. Ob es mittlerweile besser läuft und ich einfach nur Pech hatte zum Start der Season, dass die eine Vollkatastrophe ist. Oh, guck mal an, wir haben einen anderen Rank-Spieler drin. Was lernen wir daraus? Einfach jedes Mal das Spiel restarten, dann findet ihr auch einen Gegner. Mann, das ist ja richtig satisfying. Das macht Spaß. Wirklich einfach jedes Mal einfach das Spiel restarten, das ist wirklich einfach eine geile Mechanik, glaube ich. Das ist, glaube ich, das eine Sache, die ich wirklich hart fühle. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Jedes Mal, wenn ich jetzt restart, habe ich einen gefunden. Außer gerade beim ersten Mal, wo ich das Spiel überhaupt gestartet habe, da hat es nicht funktioniert, aber egal. Gut, er hat einen höheren Score, weil er den Wagen natürlich optimiert hier getunt hat und ich natürlich wieder das automatische Tuning genommen habe. Und ich weiß, fürs Rank ist das jetzt auf jeden Fall eine Sache, die man im Blick haben sollte. Für Rank sollte man auf jeden Fall händisch tunen. Aber gucken wir mal. Wir schauen mal. Ich muss ja einfach nur besser fahren als er, dann habe ich schon eine Chance, ja. Ich muss einfach nur nicht fahren, als wäre ich besoffen, dann habe ich schon einen Sieg schon, glaube ich. Dann passt das schon. Ja, perfekt. Das läuft gut. Das Geile ist, als Platz 2 kriegt man... Ah ne, es sind da die Punkte, okay. Ich muss ja erstmal E5 Qualifizierungsrennen machen, ne? Oh, geil. Ja, Ranked wird ein richtig geiles Erlebnis, Leute, sag ich euch. Weil natürlich wird hier niemand nach Fastkill gerankt. Fragt euch, warum Forza im Horizon Rank rausgenommen habt.
Alter, hör auf, die ganze Zeit zu rammen, du Affe. Dann fragt's euch mal ganz, ganz deutlich jetzt gerade hier. Oh, Bruder, jetzt fahr doch. Komm, jetzt verpiss dich. So. Ich hab ihn gerade rausgedreht, aber auch einfach nur, weil er wie ein Arsch fährt und nicht meine Ruhe hier haben will, so. Ich darf ja so fahren. Wird ja nichts dafür bestraft, komplett zu fahren wie ein Arschloch. Mann, die Rankrennen werden richtig, richtig geil. Entweder hast du die Triads, die dich komplett mit ihren Meta-Autos zerlegen werden. Grüße gehen raus. Oder du wirst halt Ram-Kiddies haben. Sucht euch aus. Und er heißt sogar McClean. Ich stehe nicht für seinen Fahrstil, aber ja. Oh, er hat mich versucht zu divebomben. Würde mich auch wieder von der Strecke rammen wollen, ne? Ja, wer eine Grube gräbt, hat ein groben Grabgerät. Und anscheinend auch eine Baugenehmigung, vermutlich. Also freu dich auf wunderbar, faire Ranglisten-Events, geil. Wir müssen auch nur 3 weitere machen, um uns überhaupt gewissermaßen zu... Ja, nicht zu ranken, doch zu ranken, ja. Gewissermaßen überhaupt eine Rangliste reinzukommen. Ich werde mal schauen, ob wir da vielleicht sogar mal einen Twitch-Livestream draus machen mit den Ranked-Sachen, weil das machst du hier ja keine Progression, Alter. Wenn ich das nur in meinen Videos mache, machen wir 20 Ranked-Folgen, ohne Progress in der Main-Kampagne zu machen. Ich meine, obwohl, scheißegal, ich muss einfach, ich level ja trotzdem. Aber müssen wir mal gucken, weil ich würde Ranked dann schon gerne ein bisschen exzessiver machen. Also, muss ich sowieso, ich muss auf jeden Fall viel Zeit mitbringen, das ist ein wichtiger Punkt. Bisher habe ich immer nur einen Gegner, einer ist direkt gerage-quittet und der andere fährt wie ein Arschloch. Ja, das ist natürlich eine gute Kombination. Bisschen schiss, dass ich jetzt hier so aus dem Leben geschallert werde. Ja, ich schaller mich selber aus dem Leben. Das ist die Option. Ah, scheiß Dreck. Wo ist er überhaupt? Ich bin so aus dem Leben gekrackt. Oh, 16 Sekunden Vorsprung. Meine Fresse, habe ich dem Mann das Leben versaut. Mann, Frau, was auch immer. Ich freue mich allgemein, dass wir diesen Multiplayer-Rennen jetzt mal reingekommen sind, ne? Also reine Multiplayer-Rennen, aber ich hatte auch wirklich gehofft, dass wir das mit mehr Spielern direkt machen und nicht einer, wenn du Glück hast und nicht wartest. Das ist halt so ein bisschen so, Aber war leider, muss man einfach sagen, abzusehen. Also wenn man das Serversystem ja so ein bisschen abschätzen kann, war das jetzt nicht unbedingt eine Überraschung. Das ist wie so eine Überraschungsparty, von der man schon weiß, oder ich weiß ja, wie es ausgeht. Hey, ich habe dieses Rennen komplett fair gewonnen. Und man muss sagen, ich habe ihn gerammt, ja, aber wenn ich angegriffen wäre, darf ich mich auch wehren, so nämlich. Und wenn ich halt klüger bin im Rammen, dann muss er damit klarkommen. Gut, dass ich Voice-Chat vermutlich aus habe. Ich vermute, mittlerweile wurde mehrfach meine Mutter angegangen mit Beleidigungen. Geil, ich muss wirklich 30 Sekunden warten, bis er einkommt. Okay, cool. Was geil wäre, wenn er überhaupt nicht ins Ziel kommen würde. Das würde ja schon ein bisschen cool. Ah, wird aber passieren, ne? Ja, ja, noch mehr Wartezeiten. Ah, shit, ist knapp, er hat es fest nicht geschafft. Fast hat er es nicht geschafft. Ich finde gut, dass es kein Ingame-Chat und keine Emotes gibt. Das ist in dem Moment ganz wichtig, glaube ich. So. Ein weiteres von 5 Qualifizierungsevents geschafft. Wahnsinn. Das ist eine Spielerfahrung. Erfolg. Bam, 2. XP. Geil, das Solarpass levelt, aber ich kann nicht sehen, was ich freigeschaltet habe, weil er nicht funktioniert. Die wunderbare TDU-Erfahrung. Habe ich jetzt den Solarpass mittlerweile? Nein, nächste Season verfügbar. Und hier ist auch eine Saisonpause. Und Kalender gibt es auch kein aktuelles Event. Bam, bam, bam. Fuck you. Willkommen zurück bei TDU, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn die Folge gefallen, lasst gerne einen Daumen oben da. Wir gehen in die nächste Folge nochmal rein, weil die Scheiße tue ich mir heute nicht weiter an. Läuft super, der Season-Start. Werde damit gerechnet. Haut rein, bis dann. Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.